So, und da sind wir dann auch schon mal wieder zu einer neuen Runde The Elder Scrolls Online. Wir können mal mit diesem Kollegen hier sprechen, Bernhard Ein Rohrecker. Wort der Warnung, mein Freund. Wenn ihr dieser Straße folgt, solltet ihr wissen, dass Delines Mühl verloren ist. Was ist in Delais Mühl geschehen, mein Freund? Das Land hat sich gegen uns gewandt. Zweiglinge und Kobolde haben die Mühle überrannt. Meine Familie und ich sind entkommen, aber der Rest der Einwohner hatte weniger Glück. Wie kann ich euch helfen? Erzählt es mir. Ich weiß es nicht. Es könnte einen Weg geben, den anderen Einwohnern zu helfen. Eine Gruppe von Frauen ist aufgetaucht, als wir geflohen sind. Sie wirkten viele Zauber und nannten sich die Würzschwestern. Sie haben uns geholfen zu entkommen. Vielleicht wissen Sie, was da los ist. Ich werde mit diesen Würd-Schwestern reden. Ich bringe meine Familie nach Dolchsturz. Dort werden wir sicherer sein. Ihr habt noch andere Einwohner erwähnt. Wisst ihr, warum das Dorf angegriffen wurde? Unsere Freunde und Nachbarn. Sie waren von den Kobolden umzingelt. Wir konnten nichts tun, außer um unser Leben zu laufen. Ich werde tun, was ich kann, um Sie zu helfen, wenn Sie noch Vielen leben. Dank, mein Freund. Ich muss leider zugeben, ihr seid wirklich tapferer als ich. Ja, wer ist es nicht? Wisst ihr, warum das Dorf angegriffen wurde? Möge Scheor mich verfluchen, aber ich habe keine Ahnung. In Delines Mühl haben wir uns schon immer nur um unsere Arbeit gekümmert. Wir mischen uns nicht in die Politik oder die Fäden unserer Nachbarn ein. Sicherlich könnte Bäume fällen einen Zweigling erzürnen, schätze ich. Haben die Zweiglinge so etwas schon einmal gemacht? Nicht solange ich in Delines Mühl lebe. Diese neuen Ranken sind wirklich seltsam. Selbst mit meiner besten Axt konnte ich sie nicht durchtrennen. Was für seltsame Ranken. Ihr werdet sie früh genug sehen. Im Norden gibt es besonders viele. Ihr könnt sie gar nicht verfehlen. Sie sehen alle furchtbar verdreht und krank aus. Ich würde euch empfehlen, euch möglichst weit von diesen grässlichen Ranken fernzuhalten. Sie bedeuten nichts als Ärger, dessen bin ich sicher. Ihr habt noch andere Einwohner erwähnt. Unsere Ach so, Freunde. ja, das hatten wir schon. Dankeschön für deine Information. So, wir können einmal da hinten hin und einmal. Ich glaube aber, das andere ist näher, oder? Sieht schon näher aus. Können wir uns mal hin wagen? Okay. Ist die hier unten oder was? So. Einfach mal runtergrinden. Ah. Ach, da auf der Insel. Was war das denn? Mahlzeit, Helene. Der Geisteswirt weint, da etwas seine Kinder in den Wahnsinn treibt. Ich sorge mich um die Unschuldigen in diesem Dorf. Was ist hier los? Der Wald ist in Aufruhr, hasserfüllt. Wir wollten ihn so besänftigen, wie wir es auch sonst immer getan haben, aber unsere Magie hat versagt. Noch nie haben die Elementargeister sich geweigert, auf unsere Rufe zu antworten. Das Gras, die Bäume und selbst die Erde. Sie sterben. Was können wir tun? Für den Augenblick ist es unsere Aufgabe, die Einwohner vor diesen Kreaturen zu beschützen. Ich könnte einen einfachen Schutzzauber erstellen, um die Mühle zu beschützen, aber wir sind im Wirtbaum fern. Ich werde einen Fokus benötigen. Ich werde helfen. Was braucht ihr denn von mir? Nehmt diese Kreatur, geboren aus und an die Essenz von Aetherius gebunden. Lasst sie euch zu dem führen, was ihr benötigt. Hoffentlich wird sie genug finden, um den Schutzzauber zu errichten. Was ist der Wirt? Der Wirtbaum ist der Geist, der diesem Land Leben schenkt. Meine Schwestern und ich sind der Beldammer Wirt. Wir dienen dem Wirtbaum. Wir kamen hierher, um herauszufinden, warum dieser Teil des Waldes von solchem Zorn geplagt wird. Habt ihr etwas herausgefunden? Nein, und das bereitet mir Sorgen. Der Wald spricht nicht mehr mit uns. Wir spürten, dass etwas im Argen liegt und sind deswegen hierher gekommen. Aber Okay. abgesehen davon sind wir völlig ratlos, wie man die Dinge wieder richten könnte. Okay, was werdet ihr mit den Zutaten machen? Lasst diesen Fackelkäfer fliegen, wohin er will. Lasst ihn euch zur Essenz von Aetherius führen.
Er wird die reinste Erde finden und hervorbringen, was ich für meinen Fokus benötige. So, okay. Dann lebt wohl. Dann zeigt mir mal den Weg. Okay, er zeigt mir hier irgendwie irgendwas in der Mühle. Ihr kommt nicht aus diesem Dorf? Nein, komme ich nicht. Komm ich nicht. Was haben wir denn hier? Ein bisschen Feuer. Erzählt mal, was macht ihr hier in eurem Dorf? Haben wir hier zu lesen? Bestellung für Dales Mühle. Mühl? Bestellung für Dales Mühle. Bestellung für Einkäufer. Fürs Allen Deal. Starkes, robustes Schnittholz für den Bau von Lieferkisten. Die Kisten müssen groß und stark genug sein, um zerbrechliche Harpieneier schützen und lebende Hypien einschließen zu können. Brauche genug Schnittholz für ein Dutzend solcher Kisten für den Anfang. Fürst Alain Deal hat eine große Bestellung aufgegeben mit der Anmerkung, dass er zeitnah weitere Bestellungen aufgeben wird. Beachtet, dass jegliche Einzelheiten bezüglich dieser Bestellung ausschließlich Ausführungszwecken dienen. Verbreitet keine Gerüchte darüber, dass der Fürst vielleicht in der Wildnis von Durchsturz auf die Jagd geht. Diese Bestellung ist mir mit äußerster Sorgfalt und Dringlichkeit zu behandeln. Sorgen wir dafür, dass er das hochwertigste Holz bekommt. Schließlich berechne ich es ihm ja auch. Wenn ihr Fragen habt, findet ihr mich in der Mühle. Was ist denn hier los? Mahlzeit. So, erzähl mal, was hast du so am Start? Wer seid ihr, dass ihr einfach so durch Flammen und Wald schreitet? Ihr riecht nach der Stadt aus Stein. Kommt ihr, um unseren Wald zu fällen? Unser Erdreich aufzureißen? Wurden die Geister nicht schon genug von euer Eins erzürnt? Ich bin nur hier, um zu helfen, aber trotzdem danke für die Nettigkeit. Sagt, meine Schwestern und ich dienen dem Beldamer Wirt. Wir haben eine Pflicht zu erfüllen. Ihr? Ich kenne eure wahren Beweggründe nicht. Dennoch könnten wir die Hilfe von jemandem gebrauchen, der nicht so eng mit dem Wald verbunden ist wie wir. Ihr könntet euch also doch als nützlich erweisen. Wobei soll ich euch helfen, wenn ich mal meine fragen Schwester darf? Meine Schwester Olyna ist da draußen und wahrscheinlich irgendwo zwischen den Feuern und den wütenden Kreaturen des Waldes gefangen. Die Feuer brennen, unsere Schwester wird vermisst und die Einwohner sterben. Dagegen muss etwas getan werden. Ich werde mich um die Feuer kümmern und jeden retten, der noch am Leben ist. Holt alle hierher zurück, damit wir sie hier beschützen können. Zumindest für eine Weile. In der Zwischenzeit planen wir die nächsten Schritte. Und sorgt dafür, dass diese Feuer gelöscht werden. Dieses Gebäude stellt keinen großen Schutz mehr dar, wenn es abbrennt. Wer seid ihr? Lebt ihr in Dülins Mühl? Wir sind die Hexen des Wirts. Wir dienen dem Wirtbaum und der Wald ist unser Zuhause. Wenn hier Bretone gegen Bretone stünde, würden wir uns nicht einmischen. Doch die Ursache hier ist nichts Natürliches. Dem Wald wurde Leid angetan und das erfüllt den Beldamer Wirt mit Besorgnis. Deswegen seid ihr gekommen, um zu helfen? Das ist aber mal richtig großzügig von euch. Wir halten uns zwar gerne abseits, aber wir sind nicht herzlos. Niemand verdient es, für etwas zu sterben, an dem er keine Schuld trägt. Wisst ihr, warum der Wald so feindselig geworden ist? Liegt das nicht auf der Hand? Die Bewohner der Stadt des Steins sind dafür verantwortlich. Sie haben keinen Respekt vor der Natur. Die Natur lässt sich nur bis zu einem gewissen Grad beugen, bis sie zu leiden beginnt. Dann fordert sie ihr Recht wieder ein. Die Natur setzt sich am Ende immer durch. Deshalb sind die Ranken aufgetaucht. Welche Ranken? Die Ranken. Sie sind schon vor Wochen aufgetaucht. Sie brachen aus der Erde hervor und breiteten sich über ganz Glen Umbra aus. Wir hatten solche Ranken vorher noch nie gesehen. Und selbst der Wirtbaum wurde von diesem sonderbaren Gewächs umschlungen. Was immer hier auch vor sich gehen mag, niemand ist davor sicher. Wer seid ihr? Oh ja, das hat man schon. Danke für die nächsten Informationen. Haben wir hier den Brunnen von Delinsmühl, Wassereimer.
So, um Feuer zu löschen. Komm her, Kobold. So. So. Ich mach ruhig platt die Eisenkult des Frosts. Das ist doch mal eine Sache, die können wir gut gebrauchen. Den Rest jetzt aber nicht wirklich. Dann gehen wir mal zur ersten Feuerstelle. So. Müssen wir jetzt dann nochmal zum Brunnen. Oh. So. Jetzt greifst du mich an. Hallo, ich will doch nur helfen. Also zum Brunnen müssen wir dann nicht nochmal. Okay. Das ist doch mal... So. Tobendes Feuer. So. So. Meine Freunde. Du bist nichts Besonderes. Du auch nicht. Wo ist er denn jetzt hin? Da. Ich folge ihn jetzt mal eben ganz schnell. Gucken, was er da für uns hat. Ja, ich bin hier. Aber hier ist doch nichts. So. Haben wir eine Essenz gefunden. Sehr schön. Du hau nicht ab, ne? Mein Freund. So. Hier ist aber auch richtig was los, ne? So, können wir das Feuer auch mal eben noch ausmachen? Tobendes Feuer. So, löschen. Das Feuer können wir auch mal eben löschen. So. Hier haben wir auch nochmal eben Feuer. Zack. Dafür, dass wir nur einen Eimer mitgenommen haben, haben wir ganz schön viel mit. Mura sieht sich das nicht länger mit an. Ihr werdet keinem von Muras Freunden mehr wehtun. Ihr blöd. Niemanden werdet ihr nochmal wehtun. Habt ihr diese verstanden? Sonst geben Ärger. Ganz, ganz gewaltig. Ärger, Ärger, Ärger. Weißt du? So. Pennen können wir nicht. Was geht ab, Mura? Garderobe, was anderes haben wir hier nicht. Kuchen. So. Diese Kreaturen tauchen nachts auf und versuchen Mura alles wegzunehmen. Diese hier hat hart daran gearbeitet, Freunde zu finden. Leute, die sie akzeptieren. Mura wird nicht zulassen, dass diese Bestien ihre Freunde töten. Es gibt Überlebende, sie sind in der Mühle. Spricht ihr die Wahrheit? Mura dachte, sie wären alle tot? Jetzt bringt ihr mir diese guten Nachrichten und füllt das Herz von dieser mit Hoffnung. Die Wirtsschwestern beschützen eure Freunde. Mura hat Geschichten über die Hexen gehört, die sich im Westen herumtreiben. Manche waren schön, manche nicht so sehr. Diese wird aber eure Hilfe nicht ablehnen, ja? Mura wird den Weg zurück zur Mühle finden. Soll dieser nur ruhig eine von diesen Kreaturen in die Quere kommen. Super. Dann haben wir schon mal eine gefunden und auch wieder gerettet. Dann können wir das Ganze auch mal eben hier wieder verlassen. So. Ich denke mal, da unten werden noch ein paar rumlungern. Dann machen wir uns dann auch mal hin. Scheiß Kobold. Hau nicht ab hier, hä? Schluck mein Feuer. Was du?
nichts Besonderes.